Läuft. Hallo und herzlich willkommen bei Bauchhilfsendung. Frohes neues Jahr und so weiter. Und ich hatte gerade mal das Bedürfnis, noch mal kurz die Kamera anzumachen und ein paar Gedanken festzuhalten. Ja, natürlich bin auch ich, wenn auch erst vor 3-4 Tagen, auf Seven vs. Wild gestoßen. Und man wollte von mir wissen, was ich davon halte. Ich glaube, die zwei, die mir das zugeschickt haben, die wussten ganz genau, dass ich das unter Umständen mit meinen eigenen Augen sehen würde. Ja. Letztendlich erzählte mir dann der Jan vor 3 Tagen auch nochmal von Seven und dann, okay, ich hatte das vorher einfach irgendwie nicht, ich hatte mir das nicht angeguckt. Ich gucke die ganze Zeit Bushcraft-Videos, ich lebe im Wald gerade, natürlich, aber ich gucke halt eben hier Annas Bushcraft, weil ich einfach voll toll finde, was die da macht. Oder auch die Victoria, die bastelt sich auch echt richtig coolen Shit zusammen. Oder der Tom Siesing, bei dem ich tatsächlich in einem Video auch den Fritz mal gesehen hatte und ihn von daher kannte, aber nicht wusste, wer das ist. So, dann habe ich mir Seven vs. Wild angeguckt. Nicht komplett, aber um halt einen Eindruck vom Format zu bekommen. Die ersten 3 Videos, die ich gesehen habe, waren Reacts vom Fritz. Dann habe ich mir eine Folge, weiß nicht welche, quasi am Stück einfach mal angeguckt. Und dann zuletzt die letzte Folge auch am Stück. Ja, was halte ich davon? Also durch die Bank weg. Erstmal natürlich super geil. Ist natürlich genau mein Ding. Ne? Wer es noch weiß, ich habe 2009 so einen Scheiß schon gemacht. Da haben wir 3 Monate im Wald gelebt. Es ist sehr interessant. Ich habe ich wollte mir das nochmal angucken, was wir da so gemacht haben. Die Videos sind alle weg von der Aktion 2009 im Wald, ne? Die ja auch im Prinzip beendet wurde, als das Ganze in der Bild-Zeitung gelandet ist damals. Und wir dann einen Tag später halt eben, oder am selben Tag abends kam der Anruf von den Behörden, dass wir da binnen einer Woche das Lager bitte so zu verlassen haben, wie wir es vorgefunden haben. Ne, war halt nicht gewünscht, dass da irgendjemandem zeigt, wie man, oder nicht irgendjemandem, sondern eine Masse zugänglich zeigt, wie man innerhalb von 2 bis 4 Wochen winterfeste Häuser bauen kann mit Naturmaterialien und Zeug, was irgendwo ungenutzt rumsteht. Also Zivilisationsabfällen, wie wir das damals genannt haben. Alte Fenster, die irgendwo rumblasen, so, ne, solche Sachen. Wo die Leute froh sind, dass du das gebrauchen kannst und die es nicht mehr da rumstehen haben. Ja, die sind alle weg. Die ganzen Operation Auenland-Videos sind von meinem Kanal verschwunden. 916 Videos sind auf dem Kanal und ich frage mich, wie viele es wären, wenn die ganzen gelöschten noch mitgezählt würden. Die sind weg auch. Ja, was noch da ist, ist mein Dschungelcamp vom letzten Jahr. Da war ja auch nicht so, die 100 Leute, die das geguckt haben. Ne? Und da habe ich ja auch nicht so wirklich jetzt was in der Richtung gezeigt, nur so ansatzweise. Ging es halt viel auch um andere Sachen. Zurück zu Seven vs. Wild und was ich davon halte. Also ja, generell super cool. War cool, den Jungs da irgendwie Gesellschaft zu leisten, durch meine Aufmerksamkeit mit zum Teil mitzufühlen. Zum Teil mich aber auch echt zu wundern und an die Stirn zu fassen. Wo ich mir gedacht habe, so, echt jetzt? Komme ich gleich noch zu.
Also fangen wir mal mit, also generell gucke ich mir auf jeden Fall gern die zweite Staffel an, wobei ich die als die erste Staffel dann empfehlen würde und die hier eher als Teststaffel durchgehen zu lassen, weil das ist ausbaufähig. Also lasst es mich erklären. Wenn das, was sich da jetzt versammelt hat, die Creme de la Creme der deutschen Survival-Szene ist, also die Leute, die wissen, wie man im Wald überleben kann, und dann von 7 Leuten 4, also über die Hälfte, es quasi nicht überleben, ohne sich rausholen zu lassen, dann finde ich, ist das ein ziemlich eine ziemlich eindeutige Aussage über unser und über den Zustand unserer Gesellschaft in puncto Lebensfähigkeit und Überlebensfähigkeit. Und das finde ich fast gruselig. Ich finde das echt schlimm, dass man, dass die meisten Leute binnen kürzester Zeit sterben würden, wenn man sie im Wald aussetzt. Was das bedeutet, werden die, die mir schon länger folgen, wahrscheinlich sehr gut verstehen. Für die anderen ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Worauf ich hinaus will, ist, ein erstes Ding, wo ich mir gesagt habe, so, echt jetzt? Echt? Die gehen dahin mit 7 ausgesuchten Sachen plus der Kleidung, die sie haben dürfen. Für 7 Tage. 7 Jungs. Also ich hätte gerne, wenn es erlaubt gewesen wäre, meine Axt dabei gehabt. An der arbeite ich gerade noch. Das steht noch eine Schleiforgie bevor und ist also noch nicht fertig. Zeige ich demnächst auf YouTube. Ja, hier mein Leatherman, der kein Leatherman ist, aber halt eben etwas Ähnliches von der Firma Provida. Mehr brauche ich nicht. Mehr habe ich ja auch sonst nicht. Mehr ist ja nicht da. Ne? So, da, also die ganzen das schöne, coole Kukri von Fritz, ja, hätte ich auch gern hier, aber habe ich nicht. Ich muss mit dem arbeiten, was ich habe. Und ja, ich hätte mir eventuell noch einen Schlafsack mit reingenommen, weil ich meinen Mantel nicht mehr habe, weil der auf Mallorca leider im Riss geblieben ist. Culpa mea. Mea culpa, Schande auf mein Haupt. Asche, shame on me. Ich hätte gerne die dabei gehabt und dann wäre ich auf jeden Fall glücklich und zufrieden gewesen und hätte mir da 7 Tage Zeit genommen, ein schönes Shelter hinzubauen und keine Minute mich ums Essen zu kümmern. Das war wirklich so das Erste, wo ich wirklich, hey, die kommen dahin, finden nichts als Blaubeeren und ein paar Fische und ein paar Pilze. Und keiner kommt auf die Idee, die 7 Tage, das ist eine verkackte Woche, einfach zu fasten. Das Ding ist ja, das kommt ja für mich dazu. Das ist ja nicht, die sind ja nicht aus dem Schlaf gerissen, aus ihren Wohnungen entführt und dann in den Wald ausgesetzt worden. Die hatten ja eine Vorbereitungszeit. Die wussten ja, dass das kommen würde. Und da ist von diesen ganzen 7 mitdenkenden Gehirnen keiner auf die Idee gekommen, einfach zu fasten. Vor allem, wenn das eine Challenge geht, worum es da geht, besser als die anderen zu sein am Ende, besser dazustehen und die meisten Punkte zu sammeln und keine Ahnung, und seine Energie halt wirklich am besten mit was anderem. Da kommt keiner auf die Idee zu fasten.
wenn ich da mitgemacht hätte, hätte ich mindestens 3 Tage vorher angefangen schon zu fasten, sodass ich schon im Fastenzustand in den Wald gegangen wäre. So. Dann hat mich die Martina mal irgendwann gefragt, weil ich halt gesagt habe, wenn es hier draußen zu brenzlig wird, dann verpisse ich mich in den Wald. Wenn die mir hier alle zu sehr auf den Sack gehen, dann verpisse ich mich in den Wald. Ich sitze inzwischen im Wald, bisschen anders, nicht so ganz Bushcraft-mäßig, aber ich bin wieder im Wald. Weil ich weiß, dass ich im Wald nicht verhungern kann. Und die Martina wollte mal, dass ich das irgendwie erkläre und kam, ja, du kennst ja auch nicht alle Pflanzen, die du essen kannst, du weißt ja auch nicht genau. Ja, ich sage aber zum einen, weiß ich, wie ich rausfinde, was ich essen kann? Microdosing, man fängt mit kleinen, also eine giftige Beere bringt mich nicht um. Hat mich bisher nie umgebracht. Also bevor ich so runterschlucke, merke ich schon am Geschmack, ob ich die überhaupt runterschlucken will oder nicht. Das ist keine Entscheidung, die mein Kopf treffen müsste. Mein Körper zeigt Reaktionen sofort, instantan. Und dann ist das, wie der Fritz das in einem Ding macht, auch lieber wieder ausspucken. Nicht gut. Und wenn nicht, und wenn das dazu einlädt, es runterzuschlucken, dann genau das zu tun. Eine Microdose, ein bisschen davon erstmal, nicht eine ganze Mahlzeit. Und das, was ich dann halt eben essen kann und wo ich merke, hey, da geht es mir nicht schlechter durch, da geht es mir besser durch, da kann ich dann die doppelte Menge dann nehmen. Und dann nochmal den und dann immer das Doppelte und dann irgendwann ist das so viel, dass ich weiß, okay, das kannst du essen. So findet man raus, was man essen kann. Einfach mit ein bisschen Geduld und Aufmerksamkeit auf die Impulse, die der Körper als Reaktion bringt. Daraus kann ich, aus dem Kontext dessen, kann ich lesen, was ich essen kann und was besser nicht. Dann kommt da aber noch was ganz anderes zu. Ich empfinde mich einfach nicht mehr als meinen physischen Körper, sondern ich empfinde mich als das Bewusstsein, das diesen Körper hat. Und als dieses Bewusstsein habe ich auch schon viel Erfahrung darin gesammelt, wie ich mich am Leben halte, inklusive den Körper, meinen Körper. Und ich bin halt eben dahinter gekommen, dass die Energie, die der Körper braucht, bei weitem nicht nur durch Nahrung bekommen kann. Das ist Lebensenergie, die wir da brauchen, wenn wir uns matt fühlen und ausgelaugt. Und da hilft das nicht nur, und oftmals hilft das tatsächlich auch gar nicht, einfach was zu essen. Normalerweise, ja, wenn ich Hunger habe, dann habe ich Hunger, esse ich was, bla. Wenn ich ein Hungergefühl bekomme und ich habe gerade nichts zu essen oder bin zu faul, um mir gerade irgendwas zu essen und bin gerade mit was anderem beschäftigt und ich merke, ich bekomme ein Hungergefühl, dann kann ich mich hinsetzen, atme 3-4 Mal tief, ganz bewusst diese Energie aus dem Äther ein, und sammeln die so und kann danach weitermachen. Wenn ich das nicht kann, lege ich mich hin und schlafe. Das ist der Zustand, in dem mein Körper am besten heilen kann. Und das tut er instantan, sobald ich ihn lasse. Wie Kinder, die einfach frei spielen, sobald man sie lässt. Das macht das alles ganz von alleine. Da scheint aber von den 7 Teilnehmern bei Seven vs. Wild noch keiner irgendwas von gewusst zu haben, wobei ich mir hundertprozentig sicher bin, dass wenn ihr überhaupt alle, also die ihr Kandidaten, wenn das hören solltet oder auch ihr einfach Zuschauer, ihr habt alle schon mal garantiert solche Erfahrungen gemacht.
mitbekommen, wie wohltuend und energetisierend es ist, einen Baum zu umarmen. Und zwar so richtig, sich so richtig in diese Umarmung reinfallen zu lassen, mit jeder Zelle meines Körpers eins mit dem Baum zu werden. Und wenn ich mich nach ein paar Minuten von dem Baum löse, dann bin ich zuerst mal so ein bisschen huhu. Aber ich bin genauso stark wie der Baum. Boom. Ein Energiebooster sondergleichen. Wenn ich eine Woche im Wald überleben muss, dann ist das Letzte, womit ich beschäftigt bin, Nahrungssuche. Die ganze Zeit und den ganzen Rattenschwanz, der damit zu tun hat, nämlich der Überzeugung, ist ja auch nur ein Mindset. Ich müsse was essen, damit es mir besser geht. Dadurch die Abhängigkeit von vorhandener Nahrung und den Problemen, die sich daraus erschließen, wenn die nicht da ist. Diesen ganzen Blödsinn hätte ich nicht dabei gehabt. Hätte ich zu Hause gelassen. So, dann, was mir sehr gut gefallen hat, das habe ich auch auf unter einem der Videos kommentiert, war ein React-Video von dem Fritz, wo er auch im Video dann quasi auf der ersten Seite des Ufers quasi auf Loot-Tour geht. Ne? Ich weiß nicht, ich habe auf der Finca von dem Boris Becker, als wir da waren, habe ich halt zwischendurch auch so Videos gemacht, wo ich quasi Real-Life-Let's Plays gemacht habe und das quasi noch verbunden habe mit der Optik von The Forest, wo ich dann mit dem gelben Feuerzeug dann noch durch die Gegend gelaufen bin. Ja, genau das. Ne? Also durch solche Dinge kommt man ja auch leichter drauf. Und ja, dann, ne, wenn er dann selber sagt, ist wie ein DayZ. Ja, genau, exakt. Ne, meine Freundin Lisa spielt Roleplays auf DayZ und das halt eben aus genau diesen Gründen. Fake it till you make it. Wie kann ich überleben? Lernen, üben, trainieren. Dafür ist Gaming optimal, fürs Real Life zu trainieren. Vielen Leuten auch überhaupt gar nicht bewusst, die vor allen Dingen immer komisch auf Kinder schauen, die ganze Zeit vorm Computer sitzen, die zocken ja nur. Ja, aus deiner Perspektive, aus deren Perspektive lernen die gerade. Dinge, von denen du nichts verstehst und auch gar nichts verstehen musst, weil es ja nicht dein Leben, es ist ja deren Leben. Aber solange die gerade irgendwo möglichst frei ihren Interessen folgen können, lernen die im Sekundenbruchteiltakt. Ja, also unter all diesen ganzen Aspekten, und da waren halt noch ein paar andere, aber ich will das jetzt auch nicht zerreißen, ich will das nicht irgendwie bashen oder so. Coole Sache, gar keine Frage. Aber ich würde mir tatsächlich vor allen Dingen bei so einem Format, das so eine Reichweite hat, wirklich wünschen, dass da mehr sinnvolle Inspirationen halt auch für die Zuschauer drin sind. Hey, vier Leute haben abgebrochen. Ja, das ist alles noch voll irgendwie Pionierscheiß. Irgendwie. Aber wenn wir schon spielen, fake it till you make it, dann finde ich, sollten bei solchen Formaten wirklich auch Leute da sind, die wirklich Sachen bringen können, die uns dabei helfen zu überleben, wenn wir solche Videos gesehen haben und dann irgendwann mal mehr oder weniger freiwillig selber in einer solchen Situation landen. Deswegen sagte ich eben, lass das einfach mal Teststaffel durchlaufen und überlegt nicht, ob ihr eine zweite macht, sondern ja, geht die erste vernünftige Staffel an mit Leuten, die es auch wirklich drauf haben. Oder macht euch bitte vorher selber Gedanken mal darüber, über solche Dinge. Guckt über den Tellerrand raus.
Und dann wüsste ich nicht, warum das nicht auf 10 Jahre ein saugeiles Format sein sollte. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis die Leute sowas eigentlich nicht mehr interessiert, weil sie längst angefangen haben, sich selber autark zu machen und souverän zu leben und unabhängig von, vor allen Dingen persönlich unabhängig von irgendjemand anderem da zu existieren. Und dann können wir das alles auch wesentlich leichter alles zusammen angehen. Mein Wort in Gottes Ohr und so, ne? Tschüss mit F, ich wünsche euch den Frieden und bleibt geschmeidig wieder, bleibt wuschig, bleibt geil, bleibt rattig aufs Leben, wie der K1 das immer so schön sagt. Ist einfach ein wunderschöner Gruß zum Abschied. Bleibt geil aufs Leben, bleibt einfach lebenslustig und lebensfreudig und freut euch darüber, dass ihr noch die Option habt, euer ganzes Leben zu ändern. Weil solange ihr nicht tot seid, besteht diese Möglichkeit jede einzelne Sekunde. Ich bin fürs Erste raus. Happy New 2022, bla bla. Fickt euch alle und lasst es euch gut gehen. Ciao!